Hallo und willkommen zu einem weiteren Preview. Wir werden uns dieses Mal Against the Storm anschauen. Wieder einmal ein Survival City Builder, aber dieses Mal mit einem ganz interessanten Roguelite Spin, sodass wir Zufallskomponenten haben bei jedem Level und etwas von Level zu Level übernehmen. So ein bisschen vielleicht wie Darkest Dungeon als Überbau, jetzt nicht von dem tatsächlichen Gameplay, wo man da in Darkest Dungeon kämpft und hier Städte aufbaut, aber da werde ich gleich noch im Detail mehr zu sagen. Jetzt werden wir erst noch mal ganz kurz was zu den Hintergründen klären. Diese Preview hier werde ich anhand einer Demo machen, die im Steam Next Fest veröffentlicht wurde. Das ist so ein Steam-Event, was noch bis zum 10. Oktober geht. Ich weiß nicht, ob die Demo darüber hinaus dann noch zur Verfügung stehen wird. Allerdings wird das Spiel auch noch im Oktober 2022 in Early Access gehen. Und diese Demo, die wir uns jetzt anschauen werden, dürfte extrem repräsentativ für Early Access sein. Und Early Access wird wahrscheinlich auch schon extrem repräsentativ für den Release sein. Es wirkt schon alles extrem fertig und gepolished. Das Spiel stammt von Aramite Games und vom Publisher Hooded Horse, und das soll es auch dazu gewesen sein. Ein Release steht, glaube ich, jetzt noch nicht fest, also ein tatsächlicher Release, wenn das Spiel wirklich komplett fertig sein wird. Und damit steigen wir dann auch gleich ins Spiel ein. Und hiermit sind wir dann auch im Spiel. Und da habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier mit dem Erklären so anzufangen, dass wir erstmal einen ganz kurzen Blick auf diesen eigentlichen Spiellayer haben, womit wir die allermeiste Zeit im Spiel verbringen. Wir werden dann gleich hin und her wechseln, aber nur um euch dann ein bisschen besser eine Idee von dem Spiel zu geben. Also, hier sind wir jetzt quasi auf der Karte, wo wir unsere Siedlung aufbauen, wo wir mit unseren Holzfällerlagern das Holz abbauen, wo wir uns immer weiter ausbreiten. Wir haben hier eine Bevölkerung, die wohnt in der Unterkunft. Wir können unten, wie bei einem normalen Strategiespiel eben auch, wir können hier unterschiedliche Gebäude bauen. Wir haben beispielsweise einen Regenkollektor, den wir jetzt hier hinsetzen können. Wir können Straße bauen, wir können denen auch sagen, dass die gezielt hier den Wald umhacken können. Und so weiter. Wir haben außerdem Missionen, die können wir uns aber eben, dann kommt jetzt auch wieder das Roguelite mit rein, also diese ganze Karte hier ist zufallsgeneriert, und was wir hier in diesen Pockets finden, in diesen Lichtungen, das ist dann auch zufallsbasiert, und das Spiel kann man jederzeit pausieren, man kann die Geschwindigkeit einstellen und wir können uns hier Aufträge aussuchen, und auch die Aufträge sind wieder zufallsbasiert. So, da will ich aber jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie denn jetzt hier so eine Mission aussieht. Und in der können wir eben auch nicht frei speichern. Also wir können jetzt das Spiel verlassen und dann wieder später weitermachen. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir möchten die wiederholen oder zu einem früheren Zeitpunkt wieder zurückgehen. Also, das hier ist jetzt so dieser normale Aufbau-Layer, und ich werde jetzt das Ganze aufgeben, was natürlich insgesamt nicht so super toll ist bei einem normalen Spiel jetzt, aber um euch das zu zeigen, und weil es ja eh eine Demo ist, macht es wahrscheinlich jetzt Sinn. Diese Siedlung wird nicht überleben und alle Dorfbewohner werden in der Zitadelle Zuflucht suchen. Ja. So. Damit bekommen wir jetzt hier so eine Abrechnung. Wir haben natürlich überhaupt nichts erreicht. Und damit kommen wir aber jetzt zu dem übergeordneten Layer. Und das ist dann etwa das, was man auch beim Darkest Dungeon so als diese Stadt hat, aber gemischt mit so ein bisschen was von Civilization oder vielleicht auch, wenn man das so will, im Browserspiel, dass wir halt eine Umgebung haben, wo wir auch unsere nächste Mission aussuchen können. Und wo wir eine Stadt haben, wo wir zum einen mit Upgrades neue Forschungen freischalten können, die wir dann beim nächsten Mal in die nächste Mission mitnehmen. Also wir haben jetzt hier 22 Nahrung und wir könnten oder wir sollten normalerweise auch das hier jetzt kaufen. Aber das wollte ich jetzt einfach nochmal so, um euch das noch zu zeigen, wie man denn hier was aussuchen kann. Und weiter nach oben, das ist eben entsprechend alles in der Demo jetzt nicht verfügbar. Und neben diesen Forschungen und diese Ressourcen, die bekommen wir dann entsprechend nach einer erfolgreichen Mission, haben wir auch noch Taten.
Und durch die Taten bekommen wir Erfahrung und dann bekommen wir Stufenaufstiege und dadurch dann nochmal weitere Freischaltungen. Beziehungsweise wir können damit dann in den Upgrades, ich glaube da, die werden auch mit bestimmten Stufen freigeschaltet, dass man da also eine bestimmte Stufe braucht, um dann weiterzukommen. Ja, Archiv Stufe 5. Wir gehen also wieder zurück auf diese Gesamtübersicht. Und jetzt seht ihr hier unten, dass wir Outpost 1 haben. Und der Outpost 1 ist aber nicht das, wo wir gerade noch drin waren, was ich aufgegeben habe, sondern eine Mission, die ich vorher erfolgreich abgeschlossen habe. Und deshalb ist das jetzt hier auch ja, aufgebaut. Und die habe ich selber Outpost 1 genannt. Ihr seht aber auch, dass hier unten dieser Balken noch weitergegangen ist. Das stellt jetzt dar, dass ich insgesamt etwa 7 Jahre oder irgendwie sowas gebraucht habe, um diesen Outpost 1 zu bauen. Und dann hatte ich einmal ein ganz kurzes Spiel eben angefangen, um euch das eben gezeigt zu haben, diesen Aufbau-Layer. Und den hatte ich ja nach ein paar Ingame-Minuten quasi abgebrochen. Und deshalb ist der Balken hier minimal fortgeschritten. Wir haben also dadurch effektiv Zeit verloren. Also wenn dieser Zyklusfortschrittsbalken hier durchgelaufen ist oder wahrscheinlich hier über dieses kleine Ding drüber gelaufen ist, dann können wir hier den Zyklus beenden. Dann wird die gesamte Karte so gesehen wieder abgerissen und neu generiert. Und dann gibt es auch nochmal eine Berechnung, wie gut man den hier abgeschnitten hat. Also da gibt es auch noch andere Völker, mit denen man konkurriert. Und man sollte da natürlich dann entsprechend gut abschneiden, um wieder mehr Erfahrung zu bekommen und so weiter. Und da ist es dann so, dass man hier auf diesem Layer, oder sagen wir mal in der Stadt, dass man hier in der Stadt bekommen hat, das wird man dann auch nicht verlieren können. Also diese Upgrades und so weiter, die werden wir nicht verlieren können, die Erfahrung. Aber wir können entsprechend diese Einzelmissionen, die hier sind, die können wir verlieren. Und auf dieser Gesamtkarte könnten wir dann vielleicht auch nicht so super toll abschneiden, wie das dann eben vielleicht möglich wäre. Und wir werden jetzt hier wieder aussuchen, wo wir starten wollen. Das kann man jetzt hier auch sehen. Da gibt es unterschiedliche Geländetypen. Also das ist der Korallenwald, die Sümpfe, Obstgarten. Also da haben wir 3 unterschiedliche plus die, die wir hier machen können, die Königswälder. Und da gibt es auch nochmal unterschiedliche, naja, Spezialsachen auf der Karte, die wir aber jetzt hier nicht sehen können. Es gibt dann auch von den anderen Völkern Außenposten, mit denen man handeln kann, theoretisch, habe ich aber jetzt auch noch nicht gesehen. Wir werden jetzt mal eine Expedition hier starten. Das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich egal, wo wir da anfangen, aber wir starten mal dort. Ja, also im Rand geht nicht. Wir starten dort. Und jetzt können wir wieder ähnlich wie beispielsweise bei Darkest Dungeon unser Startlayout oder unser Startequipment bestimmen, was wir denn hier jetzt in die Mission mitnehmen. Und da können wir zwischen eine von 3 Karawanen aussuchen. Das sind jetzt sehr viele Gegenstände und Daten und so weiter, mit denen ihr nichts anfangen können werdet, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir haben hier insgesamt jedenfalls 3 unterschiedliche Völker, Zwerge, Echsen, Menschen, die sind für unterschiedliche Dinge da und wir haben Ressourcen, die wir mitnehmen. Und wir wählen jetzt einfach mal das hier aus. So, dann haben wir nochmal die Zusammenfassung. Länge werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Kartengröße und so weiter. Das hier ist die Währung und das ist dann nochmal Erfahrung, die wir bekommen. Und Modifikatoren, das ist dann, wie die Zeit sich innerhalb des Ganzen entwickeln wird, weil es in der Mission auch nochmal unterschiedliche Zeitphasen gibt. Dann haben wir Ressourcen, die man halt hier in diesem Gebiet bekommen kann. Ich glaube, diesen zusätzlichen Effekt, ne, es ist vom Biom her, okay. Und wir haben hier was wir durch die Bäume bekommen für Ressourcen. Und dann haben wir hier rechts nochmal Vorlaufsboni. Das sind Boni, die wir auch jetzt, also wir haben hier unten eine 3 und wir können insgesamt 3 Boni aussuchen und dadurch, dass wir noch eben ganz am Anfang sind, dürfte das hier alles leer sein, wir können nur 3 aussuchen
Wir können dann später eben dann sagen, also ein bisschen so, wie man bei Darkest Dungeon beispielsweise am Anfang sagt, ja, wir wollen Fackeln mitnehmen oder irgendwie sowas. Wie viel Geld man da rein investieren will, das ist jetzt hier ein bisschen anders. Wir haben einfach 3 Punkte und da können wir uns aussuchen, wie wir das denn spezifizieren wollen. Ich glaube, bei Dwarf Fortress ist es auch so, dass man am Anfang so ein Startbudget hat, was man investieren kann. Also wir suchen uns das jetzt aus. Wir haben einen Schwierigkeitsgrad. Entweder Siedler, Pionier, da gibt es noch 2 höhere und die modifizieren, wie viel Erfahrung man dann bekommt. Und man kann hier sehen, das ist auch nochmal den Feindseligkeitsmultiplikator erhöht und die Vorlaufspunkte, die wir haben. Wobei wir mit dem einen Punkt jetzt da auch nichts einkaufen können. So, dann starten wir jetzt hier auch diese Mission und landen dann entsprechend in dieser Strategiekarte, die ich euch eben schon gezeigt habe. So, zusätzliche Effekte, das ist nochmal eine grobe Übersicht. Waldgeheimnisse. Okay, kommen wir erstmal auf die Waldgeheimnisse zu sprechen. Wenn die Zeit hier abläuft, dann, ich glaube, das soll ein Jahr darstellen. Man kann es aber auch vielleicht als, ja, sagen wir einfach mal, das wäre jetzt ein Jahr. Und das hier sind sozusagen Jahreszeiten, die auftreten können. Also, wenn die Zeit vergeht, treten hier unterschiedliche saisonale Effekte auf. So, wir starten jetzt hier auf der Karte, die ist zufallsgeneriert. Und wir müssen jetzt erstmal damit anfangen, dass wir Boni aussuchen, mit denen wir in der Karte starten können. Ja, damit müssen wir nicht anfangen, aber sollten wir. Aber wir machen es mal nicht, um einfach euch das ein bisschen verbessert erklären zu können. Stattdessen werde ich jetzt hingehen und das machen, was man auf jeden Fall bauen sollte. Und zwar brauchen wir Holzfäller. So. Wir wollen also jetzt gucken, dass wir an Holz kommen, an Materialien. Und die können wir hier oben einsehen in den Baumaterialien. Die werden uns dann, ne, hier, das sind die Rohmaterialien. Brennstoff, Holz ist und Kohle haben wir da schon ein bisschen in unserem Lager. Das können wir auch hier einsehen. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz, denn das brauchen wir, um Gebäude zu bauen. Und das brauchen wir auch, um Bretter zu bauen, was wir auch wieder für Gebäude bauen. So. Wir bauen also jetzt ein Holzfällerlager hier irgendwo hin. Mit R können wir auch drehen. Und da seht ihr auch so ein, ja, ein Gebiet drumherum, was eben anzeigt, wo der überall Holz abbauen würde. Man kann das Gebäude aber auch kostenlos dann wieder verschieben. Wir setzen das jetzt erstmal da einfach hin. Das muss dann erstmal gebaut werden. Wir sehen aber auch noch andere Ressourcen hier eingeblendet. Oder nicht eingeblendet, sondern hier, da sind Wurzeln. Wenn ich den Mauszeiger drauf halte, wird mir auch genau angezeigt, was das ist. Genau, mit B kann ich mir die Ressourcen hier einblenden lassen. Wir haben hier Lehm, wir haben da Wurzeln und da Eier. So. Und jetzt würde man sich eben fragen, wie baue ich denn diese Steine oder diese Wurzeln ab? Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen und die Eier sind, glaube ich, zum Essen da. Und jetzt kann ich aber auch eben da mit der rechten Maustaste draufklicken. Und jetzt wird es ganz interessant, denn da steht jetzt gesammelt über Sammlerlager und Trapperlager. Das Sammlerlager ist blau. Das ist aber ein bisschen was das Spiel nochmal eine ganze Ecke unübersichtlicher und komplizierter macht und ein bisschen vielleicht schwerer macht es, da reinzukommen. Denn man kann grundsätzlich die allermeisten Sachen über mehrere Arten zusammenbauen oder einsammeln oder so. Also wir haben ja jetzt beispielsweise, oder machen wir jetzt erstmal dieses Sammlerlager. Also das ist jetzt hier unter der Nahrung, da haben wir Sammlerlager und der kann beides einsammeln. Ah, da könnten wir vielleicht hier nochmal gerade gucken. Genau, das geht nämlich jetzt hier nur über das Sammlerlager. Wir setzen also jetzt hier ein Sammlerlager hin. So, wir können auch noch einen Weg dahin setzen und damit laufen die Charaktere dann ein bisschen schneller. Machen wir jetzt einfach mal. Die Gegenstände, die werden immer ins Lager gebracht und das von dem Typen, der in dem Gebäude arbeitet. Also der Holzfäller wird in dem Fall wird er 5 Holz sammeln und dann wird er ins Lager
mit dem Holz laufen und das hier deponieren. Wir haben also keine Arbeiter, die wie bei Siedler, die nur hin und her laufen und Sachen transportieren. Wir haben aber Arbeiter, und das kann man jetzt hier sehen, Bauarbeiter, diejenigen, die nicht zugeteilt sind, die agieren als Bauarbeiter und die braucht man, um Gebäude zu bauen. Also die sollte man dann trotzdem überhaben. Dieses Gebäude, was wir dann noch haben, das ist dafür da, um die Flamme des irgendwas Brennen zu halten. Uralte Feuerstelle. Diese Flamme muss auf jeden Fall leuchten, ansonsten sterben wir. Also das ist quasi irgendwie das, was uns von diesem tödlichen Nebel oder was befreit oder am Leben hält. So, jetzt kann ich hier mal die Zeit vorlaufen oder starten und den kann ich hier auch entsprechend beschleunigen. Und das machen wir jetzt einfach immer auf dreifach Geschwindigkeit, weil ich immer auch wieder zwischendurch sowieso pausieren werde. So, wir haben jetzt diese... Machen wir das hier auch gerade noch fertig. Wir haben jetzt diese zwei Gebäude bereit. Und wir können jetzt sagen, wer da drin arbeiten soll. Wir können jetzt hier das Symbol sehen, da fehlen jetzt die Arbeiter. Und wir stecken da jetzt drei Zwerge rein. Die haben den Bonus, dass die beim Holzhacken mehr bekommen. Das können wir dummerweise hier als Tooltip nicht sehen, aber wenn wir hier mit dem Cursor drauf gehen, dann haben wir, ach, das sind keine Zwerge, das sind Biber, was auch immer, ja. Die können jedenfalls Holz besser abbauen und die bekommen dann hier einen Bonus. Während unsere Echsen, die können Fleisch besser abbauen, aber das hier sind jetzt Eier, da bekommen die keinen Bonus. Aber irgendwer muss den Job halt machen. So, die arbeiten jetzt also dort. Und unsere Leutchen hier, die eben noch nicht zugewiesen sind, das sind jetzt noch vier, die werden weiter die Wege beispielsweise hier bauen oder andere Sachen, die ich gebaut oder gesetzt habe. Und wenn wir jetzt dieses Holz haben, dann werden wir das ja irgendwie verarbeiten wollen, beispielsweise durch ein Sägewerk. Und jetzt können wir hier sehen, beispielsweise mit dieser primitiven Werkbank, kann produzieren Bretter, Stoff und Ziegel. Und das ist das, was ich eben meinte. Viele Ressourcen können von mehreren Gebäuden verarbeitet werden, aber die Produkte, die da rauskommen, die können auch von mehreren Gebäuden hergestellt werden. Also mit dieser primitiven Werkbank beispielsweise können wir aus dem Holz Bretter herstellen, wir können Stoffe herstellen und wir können Ziegel herstellen. Wir können aber auch ein Sägewerk bekommen und damit können wir auch das Holz zu Bretter machen. Also es gibt da unterschiedliche Gebäude, die zu dem gleichen führen, aber die unterschiedliche Zusammenstellungen haben. Also während wir das jetzt eben mit dieser Werkbank auch noch Stoffe und Ziegel bauen können, werden wir wahrscheinlich mit dem Sägewerk eben keine Stoffe und Ziegel bauen können, sondern damit dann eben andere Sachen herstellen können. So. Und deshalb, das hier unten hatte ja schon von Anfang an geblinkt und da können wir jetzt erstmal drauf und wir können uns drei Sachen aussuchen, die wir an zusätzliche Gebäude zur Verfügung haben. Und da können wir jetzt beispielsweise aussuchen, dass wir, also sie sind dann auch wahrscheinlich wieder zufallsgeneriert, wir können jetzt aussuchen, dass wir direkt ein Sägewerk haben, womit wir Bretter, Schriftrollen und Handelswarenpakete herstellen können. Wir können hier Mäntel, Trinkschläuche und Schriftrollen herstellen und da haben wir natürlich am Anfang jetzt noch überhaupt gar kein Gefühl für, was denn genau wofür gut ist. So, das ist aber auch vielleicht erster Punkt hier, wir bekommen aber dann, ja hier sind noch Handelswege, hier rechts oben haben wir noch eine Option für Handelswege. Dann haben wir hier noch eine Verbrauchssteuerung, da werden wir aber noch nicht so, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir haben dann Aufträge, die werden wahrscheinlich erst aufgehen, wenn ich das hier ausgewählt habe. Also sagen wir jetzt einfach mal, wir können die Bretter ja sowieso herstellen, die Mäntel eher nicht. Wir können dann hier noch Trinkschläuche und Schriftrollen herstellen. Der Weinkeller, damit können wir Wein, Nahrung und Dörrfleisch herstellen. Das ist vielleicht ganz gut. Nehmen wir mal den Weinkeller. So, jetzt haben wir wieder andere Auswahl. Jetzt können wir einen Lederarbeiter. Da könnten wir auch Luxus,
Stoffe, Luxusgüterpaket, Trainingsausrüstung, Handelswarenpaket, nehmen wir den Weber. Und jetzt haben wir noch ein drittes. Da können wir jetzt ein Kräutersammlerlager machen, Nahrungssammlerlager und eine kleine Farm. Nahrungssammler, die in die Wildnis gehen, um Gemüse, Getreide, Insekten zu sammeln. Und die hier, die können mit einer Ackerfläche Zeug anbauen. Wir nehmen aber jetzt mal das Nahrungssammlerlager. So. Ob wir davon jetzt wirklich was bauen können, müssen wir dann sehen. Aber die hätten wir jetzt zumindest schon mal. Wir haben hier außerdem Steine, aber ich vermute, dass wir noch keinen Steinmetz. Doch, haben wir auch. Bauen wir den hier auch direkt an Weg. Wir können außerdem Gebäude bauen, Unterkünfte bauen für unsere Charaktere. Und da können wir jetzt hier auch auf diesen Pfeil klicken und da sehen wir dann, was die Charaktere denn für Ansprüche haben. Also beispielsweise haben wir hier ein Echsenhaus. Ja, also wenn die ein Echsenhaus haben, werden sie noch zufriedener. Den können wir aber am Anfang gar nicht bauen. Die sind aber im Moment ganz obdachlos, weil sie gar kein Gebäude haben. Und dafür ist dieses erste Gebäude gut, die Unterkunft. Damit können wir zumindest sicherstellen, dass sie ein Gebäude haben, dass sie irgendwo leben können und dann auch nicht nass werden oder so. Also wenn dann hier bestimmte Saisons laufen, dann würden die Charaktere ja bestimmte Mali bekommen. Also da sollten wir jetzt auch noch ein paar Unterkünfte bauen. Machen wir das auch noch. So. Mehr erfahren und das wird einen am Anfang immer ja sehr häufig oder sehr oft begleiten, dass wir hier immer wieder so Infotexte bekommen. Es gibt hier auch ein Tutorial, das ist aber sehr hands-on, sage ich mal. Also sehr viel mit, okay, man macht was und dann kriegt man nochmal einen Tick. Ach, das war übrigens da und dafür gut. Ist also nicht nur so, dass man alles nachklickt, was einem gesagt wird, sondern dass man schon sehr aktiv da hantiert. So, hier können wir jetzt sehen, da gibt es keine Ressourcen mehr für. Wir haben noch 10 Holz und die werden jetzt da schon rübergeschleppt. Wir sollten sehr wahrscheinlich auch noch ein weiteres Holzfällerlager bauen. Das machen wir jetzt einfach mal hier hin. Wir können die sowieso eben nachträglich wieder abbauen. Wir können jetzt auch spezifizieren, du sollst dich mal hier um die Bäume kümmern und die weghacken. So, das hier klappe ich mal wieder ein. Was ist, wenn die Leute jetzt zufrieden sind? Mit einer bestimmten Entschlossenheit fängt dann an, unser Ruf zu steigen. Und das ist unser schlussendliches Ziel für das ganze Aufbauen. Wir müssen Ruf ansammeln. Und wenn wir hier diesen unten links, diesen Rufbalken voll haben, dann haben wir gewonnen. Und wir haben aber verloren, wenn rechts unten dieser Balken, die Ungeduld der Königin, wenn das zu weit voranschreitet. Das ist also die grundsätzliche Zeit in diesem Level, die vorangeht. Also wenn wir spielen jedes Level quasi auf Zeit, wenn diese Ungeduld maximiert ist, und ich meine, die geht aber auch immer mal wieder zurück, bin mir dabei jetzt nicht ganz sicher. Also wenn dieser Balken voll ist, haben wir verloren und wir müssen, bevor das passiert, den linken Balken voll bekommen. Ihr seht hier noch unterschiedliche Punkte. Jedes Mal, wenn wir bestimmte Rufstufen erreicht haben, können wir uns neue Boni aussuchen. So, das ist also die übergeordnete Zeit innerhalb dieses Levels und die Limits, die wir haben. Zusätzlich dazu hatte ich am Anfang die Seasons erwähnt, die wechseln auch jedes Mal entsprechend durch. Und dann gibt es zusätzlich auch nochmal eine Feindseligkeit des Waldes. Und je nachdem, was wir jetzt hier machen, wenn wir Holz fällen, dann steigt die Feindseligkeit des Waldes. Auch wenn wir weiter expandieren, steigt die Feindseligkeit. Die wird aber wiederum reduziert dadurch, dass die Ungeduld der Königin steigt und dass wir bestimmte Sachen machen. Da steht halt jetzt hier genau aufgelistet, was denn Boni und Mali bringt. Wir können auch weitere Feuerstellen bauen, das senkt auch die Feindseligkeit. Wir haben 3 Holzfäller beschäftigt, das erhöht sie und durch unsere Dorfbewohner steigt das eben auch.
nach den Abschnitten, die hier immer wieder eintreten, Nieselregen und so weiter, ich glaube, wenn ein Zyklus durch ist, dann kommt unsere Königin quasi an und die sagt uns hier, wir haben, oder der Gesandte der Königin, wir haben wieder irgendeinen Bonus, den wir nutzen können, um hier eben besser unsere Siedlung aufzubauen. Und wir können jetzt sagen, na gut, wir können unsere Holzfäller verbessern oder wir können Metalle besser verarbeiten. Wir machen jetzt einfach mal unsere Holzfäller um 40% besser, das nutzt uns direkt was. So. Wie können wir die Reputation erhöhen? Ich hatte jetzt schon erwähnt, dass wir die Reputation erhöhen können, wenn wir die Zufriedenheit der Bewohner steigern. Wir können die aber auch erhöhen, indem wir direkt Missionen erfüllen. Missionen sind halt jetzt freigeschaltet, da oben Aufträge. Und da können wir jetzt aussuchen, also wir können 3 Aufträge generieren lassen. Das erste wäre jetzt. Und da ist natürlich auch, wenn man jetzt ganz am Anfang da sich das anguckt, dann wird man natürlich überhaupt keine Ahnung haben, was das denn alles bedeutet. Ja, was ist denn jetzt überhaupt ein verkaufte Waren? Ja, da habe ich jetzt auch beispielsweise überhaupt keine Ahnung, was das ist. Aber da muss man sich dann entsprechend mit beschäftigen, was aber auch kein Problem ist. Also es geht verhältnismäßig einfach. Wir können hier sehen auch, dass wir als Belohnung eine Reputationsstufe bekommen, aber eben auch Ressourcen. Und in dem Fall bekommen wir auch 2 zusätzliche Einwohner. Und vielleicht wollen wir das dann eher machen. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Missionsziel ist. Verkaufte Waren. Verkaufe Waren im Wert von mindestens 10 Bernstein an Händler. Okay, naja, das erklärt das ja schon. Also das sind keine Ressourcen, sondern das sind wirklich verkaufte Gegenstände. Das sollten wir ja aber hinbekommen. Wir bräuchten Händler oder über Handelswege. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die überhaupt hier haben. Aber wir probieren es mal. Gucken mal, ob wir einen Händler dann irgendwie bauen können. Weiß ich nicht. So, dann haben wir das nächste. Damit können wir beliebige Lichtungsereignisse lösen. Damit würden wir 4 neue bekommen. Damit würden wir 3 bekommen. Wir würden eine Kiste mit einfachen Werkzeugen bekommen. 2. Boah. Da bekommen wir haufenweise Nahrung. Und 4. Nehmen wir mal das hier. Schneller zu erreichen. Und dann haben wir noch ein drittes. Damit bekommen wir da müssen wir uralte Tafel sammeln. Die kriegt man auch durch irgendwelche Events, glaube ich. Und hiermit können wir auch Ereignisse lösen. Da kriegen wir auch nochmal neue Bewohner. Ich setze das jetzt mal stark auf die Bewohner. Und wir können jetzt hier auch nochmal sehen, dass da bei voranschreitender Zeit tauchen hier auch immer wieder neue Missionen aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. So. Dann gehen wir wieder rüber und haben jetzt hier ein Gebäude fertiggestellt, dieses Steinmetzlager. Und da werden wir jetzt unsere, nochmal 2 Charaktere mit beschäftigen. So. Die sammeln da unten jetzt Steine ein. Wir haben hier Nahrung, die natürlich verbraucht wird von unseren Leutchen. Und wir haben Brennstoff, was verbraucht wird. Deshalb sollte man auf jeden Fall gucken, dass man möglichst früh auch schon viel mit Holzfäller lagern und so weiter reinholt. Weil wenn man dann eben keinen Brennstoff mehr hat, dann hat man ein Problem. Mal davon abgesehen, dass man dann wahrscheinlich auch kein Holz mehr hat, um irgendwas zu bauen. Die Quests werden uns jetzt rechts angezeigt. Und damit ist jetzt Sommer, Jahr 1. Nächster Sturm in 4. Okay. So, da haben wir jetzt auch unser 2. Holzfällerlager. Und ich könnte jetzt alle da reinstecken. Und das machen wir auch. Aber jetzt haben wir keinen mehr, der irgendwas bauen würde. Brauchen wir im Moment auch nicht. Aber wenn ich jetzt eben nochmal einen Weg in Auftrag geben würde, dann würde sich da eben nichts mehr tun. Also da sollte man dann entsprechend Acht geben. Man kann jetzt Alt drücken oder man kann auch hier die Charaktere runterziehen und die so in Gebäude reinstecken. Ein bisschen blöd ist, wenn ich jetzt Alt drücke, dann habe ich immer am Cursor den Zwergen oder den... Ne, es ist immer der Zwerg, nicht der Zwerg, der Biber. Das hätten sie besser mal weggemacht, dass man hier einfach nur einen neutralen Cursor hat.
Aber hiermit kann man nochmal schnell eine Übersicht bekommen, wo denn welche Leute drin stecken und was das denn überhaupt für Gebäude sind. Die Gebäude sehen halt schon etwas ähnlich aus, sage ich mal. Die hätte man vielleicht noch ein bisschen unterschiedlicher gestalten können, unterschiedliche Farbgebungen oder sowas. So, verkaufte Waren. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir denn machen könnten, um denn, das ist ein Sammellager, damit könnten wir hier aber im Moment gar nichts anfangen. Wir haben keine Ressourcen, die wir sammeln könnten. Wir haben das Erntelager, das hatten wir ja hier gebaut. Ne, das ist ein Steinmetzler, aber das ist das, was ich meinte, ja. Also das Erntelager hat auch so ein Zeltdingen mit Grün. Also das ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Steinmetzlager, Holzfällerlager, dann haben wir Häuser und hier sind die verarbeitenden Dinge. Regenkollektoren, die brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Bei einer Mine, die würde auf Kohle und Erzadern platziert werden, gräbt Kupfererz und Kohle aus. Okay, und einen Weber könnten wir bauen. Der würde Stoff herstellen, aber da bräuchten wir auch erst noch Material für behelfsmäßige Außenposten. Damit können wir Pakete herstellen, aber wir können im Moment noch nichts handeln. Also wir müssten jetzt mal schauen, dass wir uns hier weiter einfach Ressourcen ansammeln, dass wir Lichtungen weiter ausgraben und dadurch, dass die Zeit sowieso voranschreitet, bekommen wir eben auch immer wieder neue Boni und neue Missionen. Also wir haben jetzt hier schon, glaube ich, auch den einen oder anderen Baum umgehackt und ich kann jetzt hingehen und einfach sagen, ja gut, dann bauen wir das Holzfällerlager jetzt dahin. Also die kann ich frei woanders hinschieben, das ist überhaupt kein Problem. So, der ist zwar jetzt hier, ja, am Durchbuddeln, aber hier seht ihr, da ist so ein Schädel drin, das ist eine gefährliche Lichtung. Und da müsste man sich überlegen, ob man das denn am Anfang machen will, denn da sind dann auch Events, die man lösen kann und muss. Denn das könnte einen dann ein bisschen überfordern. Und ihr seht schon, das hier ist jetzt ziemlich stark vorangeschritten, aber ich glaube, das geht auch immer wieder zurück, wenn der Ruf weitergeht. Also wir haben jetzt schon ordentlich Holz angesammelt und graben uns hier zu dieser kleinen Lichtung durch. Und jetzt ist die nächste Jahreszeit, es ist Sturm. Da haben wir jetzt den Steinmetzlager, hat keine Vorkommen mehr in der Nähe. Den müssten wir also jetzt auch woanders wieder umplatzieren, aber dummerweise haben wir hier jetzt überhaupt keine Steine mehr und dadurch, da wird es jetzt eben nötig, dass wir diese Lichtungen frei buddeln, damit wir eben neue Ressourcen bekommen, denn die laufen alle irgendwann natürlich aus. Also da muss man dann überlegen, wo man sich drauf konzentriert. Wir werden jetzt da tatsächlich das hier mal durchbuddeln, um mal zu schauen, was wir da bekommen. Ah, der Baum dürfte jetzt fallen. Genau, wir haben jetzt hier eine neue Lichtung entdeckt. Und da können wir sehen, dahinter ist jetzt Nährboden. Da könnten wir theoretisch eine Farm bauen, wenn wir denn das genommen hätten in der Auswahl zuvor, was wir nicht haben. So, und hier haben wir jetzt ein Lichtungsereignis. Und neben diesen Ressourcen könnten wir eben auch noch diese Waren uns holen oder die wegbringen, um damit auch nochmal unseren Ruf zu erhöhen. Das würde aber bedeuten, dass wir hier zwei Leute oder einen Typen hinschicken müssen. Und wir müssten Werkzeuge oder magische Werkzeuge benutzen, um das durchführen zu können. Die haben wir aber gar nicht. Die müssten wir jetzt erstmal irgendwie produzieren, was wir aber auch noch nicht können. Und da könnten wir jetzt aber zumindest schon mal irgendwas bauen. Wir könnten Proviantpakete. Wir könnten Proviantpakete bauen. Das bringt uns aber alles eher nichts. Und hier kann man aber auch nochmal sagen, wie die denn gebaut werden sollen. Also im Moment werden die nur durch Wurzeln gebaut. Wir können aber auch sagen, wir wollen auch Pilze benutzen, um diese Proviantpakete zu bauen. Wir können überall ein- und ausstellen,
wo was gemacht werden soll. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wofür das ist. Kann sein, dass das Priorität ist. Ja, genau. Und hiermit können wir dann sagen, wie viele denn insgesamt gebaut werden sollen, beziehungsweise das festsetzen, dass man schaut, dass immer so und so viele dann im Lager zur Verfügung stehen. So, die beiden Teile sind zwar leer, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Wir müssten natürlich schauen, dass wir möglichst schnell diese Boni erhalten. Und da wird jetzt wahrscheinlich der, genau, diese nächste Lichtung, die gefährliche Lichtung, ist jetzt freigeschaltet. Und hier bekommen wir, ja, ihr könnt jetzt sehen, haufenweise Ressourcen sind jetzt hier drin. Also das ist jetzt hier nur so eine, dieses Icon ist nur zur Anzeige. Das kann ich auch mit der rechten Maustaste direkt wegklicken. Aber das Wichtige hier ist jetzt vor allem, dass wir ein Event haben, ein versteinerter Baum. Und den müssen wir, dieses Event müssen wir auf jeden Fall lösen, weil aktuell haben wir die Krankheit des versteinerten Baums, breitet sich auf die Siedlung aus, zerstört alles gelagerte Holz. Ja, ist also vielleicht nicht so gut. Aktive Effekte, denn versteinerter Baum strahlt seine Krankheit auf den gesamten Wald aus. Das Baumfällen ist um 70% langsamer, ist nur aktiv, wenn an dem entsprechenden Lichtungseignis gearbeitet wird. Also wenn wir das jetzt erledigen, wir müssen aber hier überhaupt nichts ranbringen, dann würden unsere Holzfäller erstmal langsamer werden. Und da sagen wir jetzt, gut, dann werden wir da mal die zwei Menschen hinschicken. Und wir wollen entweder die Waren behalten oder zur Zitadelle senden. Und dann machen wir mal das hier. Da kriegen wir dann Bernstein für, womit man innerhalb der Mission handeln kann. Was ich aber noch nicht gemacht hatte. Und wir bekommen ein bisschen Ruf. Aber wir werden jetzt versuchen, das zu lösen, um das hier wegzubekommen. Jetzt werden einfach unsere Menschen da hinlaufen und da drin arbeiten. Da gibt es jetzt keine Anforderungen sozusagen. Die machen das jetzt einfach und dann ist das fertig. Es gibt aber auch Sachen, wo man bestimmte Waren für hinbringen muss. Und das kann natürlich dann ein Problem sein, wenn man diese Waren noch gar nicht herstellen kann. Wir haben außerdem hier noch andere Sachen. Da könnten wir auch was holen, wenn wir Werkzeuge hätten. Die haben wir aber nicht. Und hier könnten wir einen Tischler wieder bereit machen. Wir könnten entweder den Neubau machen. Damit würden wir diesen Tischler bekommen. Und damit würden wir natürlich ein Gebäude bekommen, was wir aktuell noch gar nicht haben. Und mit diesem Gebäude können wir Werkzeuge herstellen. Das können wir gar nicht bauen, das Gebäude, also hier mit diesen Dingern aktuell. Und deshalb wäre das schon sehr hilfreich. Und da werde ich jetzt mal, wir sind ja jetzt hier doch noch ein Gebäude sind wir am Bauen. Da fehlte irgendwas für. Für den Keller haben wir keine Stoff und Ziegel fehlen. Hatten wir denn irgendwas, um Stoffe herzustellen? Den Weber. Aber den Weber bin ich ja hier am... Nee, das ist der Weinkeller. Okay, ihr seht schon, wird kompliziert. Bauen wir den hier auch noch mit Bretter. Und wie kann ich die Bretter herstellen? Über diese primitive Werkbank, die hatte ich eigentlich schon bauen wollen, habe aber stattdessen einen Handelsposten gebaut. Diesen primitiven Handelsposten, Dingsbums. Bauen wir den auch noch. Und ja, damit ist unser einer Typ hier aber beschäftigt. Sobald die Menschen hier fertig sind, können wir die aber für was anderes verwenden. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das hier möglichst bald... Späher sind untätig in Tischler. Da habe ich zwei Leute reingesteckt und die haben wahrscheinlich eben... Doch, das Material haben sie, aber das hier haben sie nicht. Die haben die Stoffe nicht. Also die können jetzt da auch gar nichts tun. Wir müssten erst die Stoffe produzieren und die müssten wir hier produzieren mit der Pflanzenfaser. Dann machen wir das, dann habe ich die jetzt freigesetzt. Die laufen jetzt entsprechend hier auch weiter runter und werden jetzt wahrscheinlich dieses Gebäude erstmal fertig bauen, weil das eben fertig gebaut werden kann. So, und da werden wir unsere Axis reintun und wir machen jetzt aber mal nur die Stoffe.
damit wir das mit dem Tischler bauen können. Aber ihr seht schon, wir haben im Moment schon eigentlich zu wenig Leute, um alle Gebäude betreiben zu können. Wir haben wieder eine Option. Ne, wir haben keine Option. Okay. Wir haben das hier jetzt erledigt. Und dadurch haben wir einen halben Rufpunkt bekommen. Ja, Wahnsinn. Natürlich sind aber unsere Menschen zumindest wieder frei geworden. Und wir sollten sehr bald die Stoffe bekommen. Wenn wir denn Ressourcen hätten, um die Stoffe herzustellen. Haben wir aber nicht mehr. Dafür bräuchten wir Pflanzenfasern. Wo bekommen wir jetzt Pflanzenfasern her? Also, da müssen wir jetzt auch wieder gucken. Das ist ein Sammellager. Ne? Ich glaube, das sind die Holzfäller auch, die den Kram einsammeln. Holzfällerlager. Ich meine, da würden auch Pflanzenfasern bei rauskommen. Gucken wir nochmal. Hier. Pflanzen. Auch das hilft uns jetzt hier gerade nicht. Okay. Zutat. Okay, das können wir hier uns anschauen. Ja, aber das nutzt uns natürlich nicht. Für die Fertigung verwendet erhalten in Plantage, Erntelager und Gehöft. Aber ein Erntelager hätten wir da. Um Pflanzen, Dings da und Schilf zu sammeln, aber wir haben nichts, wo wir das nutzen könnten. Wir haben aber hier diese Brutmutter Muscheldings, da könnten wir theoretisch was machen, aber wir bräuchten ein Kräutersammellager, das wir nicht haben. Wir bräuchten das Trapperlager und ja, mehr können wir da jetzt so leider gar nicht tun. Und dann werde ich jetzt auch... Achso, nee, Moment. Hier haben wir das hier abgeschlossen mit dieser freien Lichtung, weil wir hier eine Quest eben erfüllt haben. Also mit dem Dingen. Und da können wir jetzt unsere Belohnung holen und dadurch bekommen wir eben auch eine Rufstufe und Nahrung und 4 Leute dazu. So. Das heißt, dass wir jetzt hier... Und ich glaube, da hatte sich auch an der Ungeduld jetzt was geändert, dass es gesenkt wurde. Wir können jetzt hier eben was anderes holen und wir hatten eben gesehen, dass wir was mit Äcker machen könnten. Also wir hatten ein Kräutersammellager, das hätten wir jetzt hier gebraucht, glaube ich, genau. Oder wir könnten diesen Acker benutzen, also eins von beidem könnten wir jetzt verwenden. Über Äcker in der Nähe Wurzeln und Kräuter. Über Äcker, Beeren, Pflanzenfaser. Wir bräuchten ja auch diese Pflanzenfaser, also machen wir das. Also bauen wir jetzt diese Plantage und die pflanzen wir hier hin und sagen dann, dass wir hier einen Acker hinbauen wollen. Und dann gucken wir entsprechend da weiter. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Gebäude bauen. Wir könnten das mit Straßen auch noch verbinden. Wir haben übrigens jetzt auch wieder mehr Leute bekommen und dadurch bräuchten wir jetzt auch mehr Wohnungen und dann bauen wir die einfach mal dahin. So. Kostet natürlich auch wieder Zeugs. So. Dafür sind Menschen gut geeignet, glaube ich. Die sollten das jetzt jedenfalls dort anbauen. Damit sollten wir dann diese Pflanzenfasern bekommen, die wir dann in Stoffe umbauen können. Und die Stoffe, die können wir dann wiederum benutzen, um das da zu bauen, hoffentlich. So. Ansonsten können wir da jetzt noch nicht... Ah, hiermit hätten wir auch... Ja, genau, das ist das halt, was ich meinte. Also wir können hiermit die Stoffe bauen, wir könnten aber auch damit Stoffe bauen. Das ist nämlich wesentlich effizienter, die in einem anderen Gebäude zu bauen. Ich kann die jetzt hier deaktivieren, weil die 6 Pflanzenfaser für 2 Stoffe benötigen und die hier benötigen nur 2 Pflanzenfaser. Also sollten wir die hier bauen. Und wir werden das aber jetzt nur nutzen,
um die Stoffe herzustellen und die werden weiter diese Bretter bauen. Okay. Das wusste ich jetzt auch bis gerade nicht, dass es da unterschiedliche Effizienzen gibt. So, Sammler lagert keine Vorkommen. Ne, das sind halt diese ganzen Optionen, die wir im in den Optionen einstellen können, die uns dann helfen, hier effizient arbeiten zu können. Also da kann man eine ganze Menge umstellen. Man kann hier Rezeptlimits automatisch laden, standmäßig nur markierte Bäume fällen. Eine ganze Menge. Man kann nämlich auch hier sagen, wenn man sich hier versehentlich durchhacken würde, kann man sagen, hier von wegen nur markierte Bäume fällen oder nur Lichtungen nicht öffnen. Also da kann man das auch nochmal weiter spezifizieren. Wir werden jetzt hier wieder ein Event bekommen und damit dann wohl dann auch wieder ein Dingen irgendwas erledigen müssen. Und ihr seht aber schon, also das Ganze, das ist ziemlich tief, würde ich sagen. Es gibt sehr viele Optionen, was man hier machen kann. Und man muss natürlich hier gegen die Zeit ankämpfen, was das Ganze ja, dann auch eine. Man baut halt nicht einfach nur rum und geht dann AFK und wartet, bis man Geld hat, um mehr zu bauen, sondern. Ah, da sind wir durch. Sondern man muss halt wirklich gucken, dass man da aktiv weiterkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier super effizient bei diesem Weiterkommen war, aber prinzipiell muss man eben schon da ein bisschen drauf achten. Der Kern der Maschine ist instabil und könnte jede Minute explodieren. Zerstört alles in einem Umkreis von 10 Feldern. Also wenn das hier nicht gelöst wird, würde das explodieren. Und das kann man jetzt lösen, indem man da Ressourcen hinbringt. Wir könnten das entweder mit Funkentau lösen oder, davon haben wir aber nichts, oder mit diesen Fässern. Also machen wir das mit den Fässern und wir schicken da jetzt 2 Biber hin und dann sagen wir, was sind das? Jede Produktion von 10 Bären erhältst du 2 kristallisierter Tau. Okay, wir könnten das auch wegschicken. Waren behalten. Gucken wir mal, dass wir die den Ruf damit möglichst schnell erhöhen. Also starten wir das und die würden jetzt erstmal die Ressourcen da reinbringen. Also sie laufen jetzt hin und her, bringen die Ressourcen da rein und dann bräuchten wir nochmal diese 1,30, um das entsprechend verarbeiten zu können. Wir haben Neuankömmlinge warten, ja. Da sagen wir jetzt wieder, okay, wen nehmen wir da? Menschen könnten wir noch ein paar brauchen, denke ich. Dann haben wir wieder einen Grundstein, wieder einen Bonus, den wir uns holen können. Lokale Steuern. Für jede 100 Bierproduktion erhältst du 20 Bernstein. Für alle Rezepte mit Metall der Erste die Produktionsgeschwindigkeit erhöht, machen wir das. Und dann werden wir hier entsprechend weiter dran arbeiten. So, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter fortgeschritten und jetzt habe ich hier einen Handelsposten gebaut und da ist ein Händler angekommen, Sahilda. Und da könnten wir jetzt auch noch Ressourcen kaufen. Wir haben hier schwerer Mühlstein, okay. Wir können also jetzt sagen, wenn wir beispielsweise diese Werkzeuge wollen, da wollen wir alle 10 Stück von haben. Weiß jetzt nicht, vielleicht sind das hier irgendwelche besonderen. Ach, das sind Technologien. Ah, okay, das ist ja auch interessant. Mäntelproduktion, duale Bauwerkzeuge. Na gut. Wir wollen aber einfach nur die Werkzeuge, um dann die Kisten auseinandernehmen zu können. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir unten den Balken wahrscheinlich so drehen. Ah, okay, jetzt kann man sehen, da bewegt sich dieses. Das Rote dann in die Richtung. Achso, Bernstein ist sowieso die normale Ressource. Ja, dann machen wir das mit dem Bernstein. Das ist sowieso für nichts anderes zu gebrauchen. Kann ich das hier auch komplett rausnehmen? Ja. Also dann machen wir das einfach direkt mit dem Bernstein. Aber natürlich nur so viel, wie nötig ist. Also 24. Und damit hätten wir jetzt die Ressourcen gehandelt und auch noch eine Mission abgeschlossen. Hier die erste. Da kriegen wir jetzt auch nochmal wieder Bernstein hinzu. 2 Leute und wieder eine
neue Technologie durch die Reputation. Wir können einen Tempel bauen, eine Ziegelei bauen, einen Kräutergarten. Wurzeln, Kräuter. Machen wir mal den, damit kann man Acker nochmal setzen. Wir hatten ja hier auch noch, glaube ich, irgendwo was. Können wir da auch noch einen Kräutergarten hinflanschen. So. Und dann machen wir da einen Acker hin. Wir haben jetzt hier auch einen Tempel in Bau. Da fehlen aber noch die Ressourcen und da haben wir eine Schenke und also ganz viele Gebäude jetzt noch hingebaut. Und da kommen noch eine Reihe von anderen Missionen. Aber ich werde jetzt hier erst nochmal wieder einen Schnitt machen und sobald was Neues auftaucht, schauen wir nochmal weiter. Und damit nähern wir uns hier auch dem Ende. Wir können jetzt hier auch gerade sehen, dass die Menschen so happy sind, dass wir dadurch 0,3 Entschlossenheit pro Minute bekommen. Mir ist zwischendurch aber auch die Nahrung ausgegangen, ich habe Leute verloren. Man kann hier sehen, dass sie ist zwar weiter angestiegen, aber es ist auch immer wieder, wenn man Reputation bekommt, dann erhöht sich oder senkt sich die Ungeduld der Königin. Also man kauft sich damit auch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe hier weiter die Gegend erkundet, Sachen frei aufgedeckt und natürlich auch das ein oder andere gelernt. Wenn ich jetzt nochmal spielen würde, würde ich das mit dem Handelsposten deutlich früher machen, weil man da auch Technologien kaufen kann, neue Gebäude mehr. Ist halt immer mal wieder die Nahrung ausgegangen, das ist halt schon ein Problem. Wir haben jetzt hier erledigt Freizeit, das war der, dadurch bekommen wir einen Rufpunkt. Und ich hatte das ja jetzt mal aufbewahrt, nur um das manuell triggern zu können. Damit bekommen wir zwei Menschen. Und damit hätten wir dann auch diese andere Quest erledigt. Und damit sollten wir dann diese Reputation genau fertig haben. Und damit sind wir hier durch. Wir haben die maximale Stufe erreicht, was jetzt für die Demo eben gilt. Wir haben abgeschlossene Taten, das sind also jetzt diese Achievements, die wir während der Mission erfüllt haben. Und wir haben als Belohnung eben diese 42 als Währung bekommen. Wir haben jetzt hier nochmal eine Zusammenfassung, Schwierigkeitsgrad, Multiplikator und so weiter. Wir könnten jetzt auch noch entscheiden, das weiterzubauen, also bis in die Unendlichkeit quasi unser Dörfchen weiterzubauen, wenn wir denn wirklich wollten. Aber wir wollen jetzt entsprechend zurück zur Weltkarte. Und da könnten wir eben jetzt hingehen und wir sehen jetzt hier, dass wir da nochmal eine neue Siedlung haben. Wir sehen, dass wir hier unten das zweite Ignol da weiter fort, also eine zweite Siedlung aufgebaut haben. Hier sehen wir jetzt auch auf der Karte, dass da solche Boni-Punkte sind, fruchtbare Böden. Also wenn ich jetzt da was Neues hinsetzen würde, dann würden wir da in dieser Mission eben auch von diesen fruchtbaren Böden profitieren. Und wir könnten jetzt auch in der schwelenden Stadt, können wir unsere Taten bewundern. Wir haben also hier zum Abschließen, können wir klicken, damit würden wir neue Erfahrungen bekommen, wenn das jetzt nicht durch die Demo gecapped wäre. Wir könnten uns damit weiter hocharbeiten. Und natürlich mit den Ressourcen können wir dann hier weitere Forschungen freischalten. Ne? Damit werden dann hier auch neue Gebäude gebaut. Ja. Und das war dann auch Against the Storm. Also mir hat dieses Aufbau, diese Survival City Builder doch erstaunlich gut gefallen und auch besser als das, was ich zuvor ausprobiert hatte. Also Colonize war ja sehr, sehr rudimentär. Aquatico fand ich auch ganz gut, aber da hatte man noch nicht wirklich den laufenden Anspruch gesehen, der war jetzt hier deutlich stärker zu spüren. Und auch dieses von Mission zu Mission immer weiter was aufzubauen, hatte mir ganz gut gefallen. Man kann natürlich jetzt hier immer weiter forschen, da bis zu dem Ziel kommen, das Level immer weiter erhöhen, die Taten erledigen, also diese Achievements, sage ich mal, die Erfahrung ausbauen. Ein konkretes Ziel, das man dann irgendwann ganz am Ende erreichen kann, also die neue Königin zu werden oder sowas, das habe ich da jetzt nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Aber das wäre dann vielleicht noch interessant.
Weil ich wüsste jetzt auch nicht, ob man dann quasi einfach unendlich lange spielen würde, bis man einfach alles erreicht hat und dann irgendwann sagt, ja, ich habe jetzt alles erreicht, jetzt höre ich auf. Oder ob es dann tatsächlich zumindest so eine Art Abschluss gibt. Aber ja, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob ich das dann irgendwann als Let's Play spiele oder nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das mit dem Abschluss ist. Und ich weiß auch nicht, wie interessant das so zum Zuschauen wäre, wenn die Missionen doch recht identisch wären. Aber der Schwierigkeitsgrad würde zumindest steigen. Und das würde dadurch, glaube ich, eine gewisse Spannung noch bekommen. Eben auch, weil es diesen Roguelike-Aspekt gibt. Schreibt da mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr an einem Let's Play dann zu dem Spiel, also zum Early Access oder zum Release interessiert seid. Hier ist es im Übrigen so, wenn es dann in Early Access geben wird, dann ist es so, dass der Progress, den man hier bei der schwelenden Stadt und so weiter erreicht, dass man den auch in die Release-Version übernehmen wird. Also der Early Access, der ist eigentlich schon sehr stark, der Release. Wie gesagt, soll im Oktober noch erscheinen. Ein genaues Datum gibt es da nicht. Vielleicht gibt es das zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, gibt es das schon. Ich werde das dann in die Kommentare anpinnen, sobald da ein Early Access Release Datum bekannt ist. Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, aber auch ab, ob ihr potenziell an einem Let's Play interessiert wärt. Also ob das jetzt während Early Access ist oder vielleicht auch in ein, zwei Monaten oder sowas, müsste man dann sehen. Aber ganz grundsätzlich. Und ob es dann auch okay ist, ob ich dann, wenn ich dann beispielsweise nur einmal eine Folge in der Woche mache oder irgendwie sowas, um dann ein bisschen den Fortschritt da zu sehen. Weil unendlich lange würde ich das natürlich dann eben auch nicht spielen können. Das ist dann die Frage, wie man das entsprechend timet. Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber ja, mich hat das Spiel positiv überrascht. Against the Storm. Ich hoffe, dass ich euch damit wieder einen guten Eindruck geben konnte. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.